Servus, schau mal, was da schon wieder alles in der Tonne ist. Joghurt, Kaffee, Brunch, Teig, noch mehr Joghurt, verschimmeltes Brot. Joghurt. Hefe. Tzatziki. Schlagsahne. Wurst. Schauen, was ich rausbekomme. Also ich habe jetzt schon so einen ganzen Sack voll Zeug raus. Da ist viel Joghurt auch und da ist immer noch so viel drin. Das geht einfach immer weiter. Hier unten ist noch mehr Käse und so. Wurst, alles mögliche. Oh Gott, oh Gott. Also ich habe jetzt hier noch Joghurt raus. So. Ich habe jetzt hier umgeschichtet in die andere Tonne, lauter Waschzeug und es geht einfach etwas weiter hier, ey. Das ist einfach so krank. Leberkäse noch mehr und Chardonnay und alles mögliche, ey. Krass. Da ist noch Milch da unten. Also jetzt habe ich halt ein bisschen was raus aus der Tonne und da war natürlich noch viel mehr drin. Ich habe jetzt einfach mal Lust gehabt, was zu schauen, was da so drin ist, und wenn man nicht wühlt, dann weiß man ja nicht, was noch unten weiter unten ist. Also das allermeiste davon gebe ich an meine Kumpels ab, aber ein bisschen was behalte ich auch selber. Und schaut mal her, also Hefe und ganz viel Joghurt halt einfach, ne? Also alle möglichen Sorten, großer Bauer hauptsächlich und so. Bio-Joghurt, dann habe ich da noch Schlagsahne, Hefe, ja, Wurst ein bisschen, da hinten noch Leberkäse, Gnocchi und einige von den Milchkaffees hier. Ja, die sind auch nicht so schlecht, ist halt ein bisschen Zucker drin. Ja, da werde ich mir auch ein, zwei gönnen. Genau. Da ist noch ein Actimel. Ja, also dann bis bald, ciao. Ja, was ich auch noch erzählen wollte, ist, dass ich letztens an der Aldi-Tonne war und dann ist noch jemand anderes dazugekommen, ein Mann, und da haben dann die Tonnen aufgemacht und da waren einfach sau viele Glücksschweinchen drin aus Schokolade und ich habe halt die ganzen braunen raus und er die ganzen weißen und rosanen und ich habe da halt irgendwie dann 18, 19 Stück oder so raus, auch 150 Gramm, ich habe da jetzt schon einmal angefangen hier. Ganz gut, ich habe von denen halt hier einfach so viele und das hier ist halt irgendwie 6.2022 Stück drauf, 150 Gramm und das ist halt echt gute Schokolade, schmeckt eigentlich so wie Milka so ähnlich und ich habe da hinten halt noch mehr von denen da und ich habe halt schon ganz viele verschenkt, also das war echt krass, also die tun das dann halt noch wegwerfen, weil es nicht mehr aktuell ist, weil das neue Jahr schon begonnen hat. Genau, das wollte ich euch noch erzählen. Ich habe da leider meine Kamera an dem Tag, da habe ich bei der Speicherkarte den Schreibschutz reingemacht und habe nicht geblickt, dass ich den reingemacht habe. Deswegen hätte ich das gern aufgenommen, aber naja, gut, jetzt erzähle ich es halt. Also, ciao.